Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Mr. Stevie G und wir befinden uns noch im Pre-Patch von Legend. Haben das Pre-Event, das erste Pre-Event, muss man dazu sagen, soweit überstanden. Wir haben den, wie nennt man das? Wir haben die Küste der verehrten Insel gestürmt, mussten leider eine herbe Niederlage erleiden. Und sind wieder zurück in Orgrimmar. Und laut unserem Questziel sollen wir zum Thronsaal. Da erwartet uns Saufang. Was ist da passiert? Na, guck mal, hier versammeln sich sogar alle. Krass. Krasse Aufgebot. So. Auffangen. Blut und Donner. Die Tore zur Feste Grommash wurden abgeriegelt. Die Anführer der Horde müssen beschützt werden. Bringt mich rein! Für die Horde! Okay, ich mach mal kurz meinen Cam und so zu. Kriegshäuptling, hier ist der von euch gerufene Hexenmeister. Jetzt waren wir nur auf Sylvanas. Ah, wird Kenny. Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Die Zeit wird knapp. Lasst mich meinen Heiler rufen und Kriegshäuptling. Eure Wunden müssen versorgt werden. Zu spät, Bluthoof. Ich habe in der letzten Aufgabe dafür gesorgt, dass die Horde stark bleibt. Die Allianz hat ihren König an die verhärten Küste verloren. Sein Volk schreit nach Rache. Sie müssen auf einen Sieg über die Legion hinarbeiten und nicht alte Hassgefühle weiter nähren. Meine Kontakte zu Kringtor teilen mir mit, dass bestimmte Mitglieder des Rates der Sechs eine Einladung der Horde zurück nach Dalaran erwägen würden. Das ist gut. Also wird fallen, wenn wir nicht das Grab versiegeln. Verfluchte Dämon! Sinnloses Erscheinen bringt kein Profit! Wir werden einen Weg finden, die Legion zurückzuschlagen. Kriegshäuptling, wir schwören es! Die Banshee-Königin ist hier, Vol'jin. Was wolltet ihr uns sagen? Oh, da kommt sie. Windläufer, tretet vor. Kriegshäuptling. Die Loa-Geister sagen mir, mein Tod naht. Am Ende ruft der Tod uns alle. Doch die Horde lebt weiter. Ich habe euch nie vertraut. Nicht mal in unserer dunkelsten Stunde hätte ich geglaubt, dass ihr unsere Rettung sein würdet. Aber die Geister gewährten mir Klarsicht. Eine Vision. Ein geflüsterter Name. Viele werden es nicht verstehen. Aber ihr müsst aus den Schatten treten und führen. Ihr seid jetzt Kriegshäuptling. Vol'jin ist tot. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen? Thank you.
Wow. What the fuck, ne? Erst verliert die Allianz seinen König. Dann haben wir eine heftigste Niederlage an den verheerten Inseln. Dann verlieren wir Wolchin, unseren Kriegshäuptling. Und zu guter Letzt, wird Sylvanas noch Kriegshäuptling? Die Ereignisse überschlagen sich immer weiter. Das ist so krass, ich habe es ja schon mal gespielt, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, und jetzt habe ich sogar noch, Gänsehaut pur, wo er gesagt hat, jetzt seid ihr Kriegshäuptling. Erstmal so Gänsehaut pur und dann Trauer. Einfach nur krasse, emotionale Trauer. Für so ein Ereignis, sage ich jetzt mal, ne? Das ist schon krass. Wolchin ist nicht mehr da, müsst ihr euch mal vorstellen. Der absolute Troll überhaupt, der Vorzeigetroll von allen, was geht, ist für immer tot. Vielleicht werden wir ihn nochmal als Geist oder so vielleicht sehen, aber ich glaube, er wird nicht wieder zurückkehren. Und hier, Sylvanas hat natürlich die Horde komplett versammelt, um die letzte Trauer zu gewährleisten. Und hier haben wir sogar noch alle Ausbilder sozusagen. Also theoretisch könntet ihr sogar hier noch ein bisschen was einkaufen oder wenn es hier noch irgendwas gibt. Aber ich weiß davon jetzt spontan nichts. Aber es ist schon ein ziemlich krasser Fall. Sowohl von der Horde als auch von der Allianz. Also die Seiten werden, also die Spannung wird immer verschärfter. Guck mal, da liegt er. Eingehüllt mit einer Maske. Für immer tot. Hier, der Typ, ne? Den habe ich vorher noch nie gesehen, ne? Ich habe erst gedacht, das könnte möglicherweise der Prinz sein, der in Pandaria da war. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der für die Legendary Quest verantwortlich war. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber den habe ich noch nie gesehen. Entweder könnte das ein Dämon sein oder er könnte das sein. Also ich glaube nicht, dass das irgendein random Guy ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich den so anquatsche. Was wollt ihr? Nicht jetzt. Irgendwas ist anders an euch, Pestrufer. Ich bin hier, um die Sicherheit des Kriegshäuptlings zu gewährleisten. Erhebt eure Waffe gegen sie und ihr werdet tot sein. Noch bevor der erste Blutstropfen auf dem Boden auftritt. Alles andere geht euch gar nichts an. Verstanden? Der ist schon ziemlich strange, muss ich ehrlich sagen. Vorhin ist es ja auch ein Mensch, ne? Also, vielleicht ist es einfach nur, also ein Todesritter kann es nicht sein, weil Todesritter haben normale Weißaugen und er hat rote Augen. Deswegen ist es ein bisschen strange. So, ja, da liegt er nun für immer tot. Gut, was hast du zu sagen, Sylvanas? Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Der berühmte Hexenmeister von der verheerten Insel ist also zurückgekehrt. Eure Taten haben euch eine gewisse Nachsicht vor meinen Burgen eingetragen. Aber treibt es nicht zu weit. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich als Kriegshäuptling viel zu tun. Wir unterhalten uns später. Ihr könnt warten. Für Blut und Ehre, Kriegshäuptling! Neuer Kriegshäuptling. Ja. Was sind die weibliche März? Was sind das weibliche Geschlecht Kriegshäuptlingfrau? Das ist eine gute Frage. Was ist das weibliche, der weibliche Name für Kriegshäuptling? Weil Kriegshäuptling ist ja eigentlich ein männlicher Ausdruck. Vielleicht ist es wirklich nur Kriegshäuptling. Ich akzeptiere euer Treuschwort, Kenny. Die Horde wird fortbestehen. Das wird sie in der Tat. Wohlgesprochen. So, jetzt gehöre ich wieder zur Horde. Welches Glück soll dieser Fluch bringen?
Ihr habt bereits gut gedient. Man wird noch viel von euch fordern. Viel mehr. Kontaktaufnahme. Als ihr hier noch nicht genug Aufruhr herrscht, sind jetzt auch noch Gäste eingetroffen. Die Lidari. Diese Dämonenjäger waren seit dem Fall ihres Meisters im Schwarzen Tempel gefangen. Wenn die Wächter sie freigelassen haben, kann das nur bedeuten, dass wir in höchster Gefahr schweben. Die Anführer ihrer Abordnung, Aliri, die Seelenfresserin, behauptet, dass Orgrimmar sich einer versteckten Bedrohung gegenüber sieht. Ich habe ihnen gestattet, ein Lager innerhalb der Stadt aufzuschlagen für einen Moment. Ihr werdet auf der Seite mit ihr sprechen. Findet heraus, ob an dieser Bedrohung etwas Wahres ist. Jo. Ziemlich schwer Deutsch, ne? Aber komische Wörter. So, das sind die Illidari, wie es aussieht. Schön mit Doppelklinge. Die Dämonenjäger werden wir ja in einem weiteren Part spielen. Dämonenjäger wird natürlich nicht meine Main-Klasse werden, aber ich gucke sie mir mal an, wie die so wird. Und mal schauen, ne? Also könnte Spaß machen. Muss ich mir einen Eindruck verschaffen. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Ich hab 100 Level gebracht. Was hast du zu bieten? So, Kontaktaufnahme. Aliri runzelt beim Sprechen die Stirn. Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, die Anführer der Horde könnten sich an einen Ort versammeln und würden dabei nicht von der Brennlegion bemerkt werden? Blickt euch um. Was seht ihr? Ich sehe Hordler überall verteilt. Eine Stadt über eure Schulter hinweg. Die Legion hat die Horde bereits unterwandert. Sie sind hier. Wir müssen euren Kriegshäuptling beschützen. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, zu erfahren, was hinter den Schleier erwartet. Was bekomme ich denn? Abzeichen. Auszeichnung der Banshee-Königin. Geil. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Mhm. Okay. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Okay, ich bin bereit, würde ich mal sagen. Ist doch nur ein Ork. Es ist wirklich ein Dämon! Es sind mehrere Dämonen! Sogar! Große Dämonen. Noch mehr Dämonen. Überall Dämonen. Splitter des Hasses. Oh nein, ein Hasssplitter. Ja, wie es aussieht, haben sie uns getäuscht. Wahrscheinlich waren es sogar die Untergangsverkünder, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Wir müssen jetzt natürlich 12 solcher Dämonen töten. Gar nicht so einfach ist. Weil natürlich auch viele andere Leute hier die absnacken wollen. Aber wir versuchen unser Bestes hier, ne? Es ist schon ein komplett anderes Spielgefühl mit den mit der neuen Skillung, ne? Also ist gar nicht so einfach, hier Schaden aufzubauen. Vor allem nicht so Brustschaden. Man hat hier eher das Gefühl, man baut hier so wie wie Verderbnis, so dauert das etwas länger, den Schaden wirklich aufzubauen. Aber wie es aussieht, geht das hier noch. Wir sind etwas schwächer.
Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich krass viel Schaden mache. In dem kurzen Zeitraum, meine ich. Okay, wir haben auf jeden Fall 12 getötet und die anderen bleiben hier. Das fand ich auch immer ziemlich witzig. Da gab es mal so ein Video. Man macht eine Quest zum Beispiel. Sind da ganz viele Verletzte. Und da steht, verbinde einen Verletzten. Und dann verbindet er einen Verletzten. Und die anderen Verletzten, die soll er nicht natürlich heilen. Weil die Quest sagt, du brauchst nur einen heilen. Und somit bleiben alle Verletzten natürlich da liegen. Ziemlich lustig, aber es ist ziemlich strange und ziemlich wahr, wenn man hier WoW spielt. Ne? So. Dämonen unter uns. Anscheinend waren die Bedenken der Dämonenjäger durchaus begründet. Kaum zu fassen, dass Dämonen es wagen würden, sich in dieser Zeit der Trauer in unsere Stadt zu schleusen. Das ist kein gutes Zeichen für den Rest meines Königreichs. Ich beschütze dich, Servanos! Hält mein Leben! Und alles, was ich habe. So, neue Quest. Haltet eure Freunde nahe bei euch. Die Legion ist wirklich sehr verwegen, sich auf der Hornfestung zu schützen. Ihr habt uns bei der Verteidigung wirklich geholfen, doch ich habe eine noch wichtigere Aufgabe für euch. Anscheinend werden die Dämonenjäger eine wichtige Rolle in den kommenden Krieg übernehmen. Doch ich vertraue ihnen immer noch nicht. Ihr werdet mein Abgesandter bei der Illidari sein. Findet heraus, was sie wissen. Ihr lernt ihre Techniken, falls sie uns verraten werden. Werden wir ihr eigenes Wissen gegen sie verwenden. Ihr Lager befindet sich auf dem Plateau inmitten der Stadt. Geht nun. Nathanos und ich werden uns um das Chaos hier kümmern. Okay. Wir müssen erstmal hier aus dem Fight raus. Wir sind nämlich immer noch im Kampf. Ah, jetzt geht's. Okay. So. Und die Dämonenjäger haben natürlich hier einen kleinen Zeltplatz aufgebaut. Wäre lustig, wenn sich das auch ein bisschen entwickeln könnte. Also auch vielleicht größeres Haus werden könnte oder sowas. Bis jetzt ist es aber nur so ein kleiner Vorplatz. So. Direkt neben den Haustiertrainer. Auch ziemlich lustig. So. Ja, hier sieht's, sah es vor kurzer Zeit noch überfüllter aus. Gefangene Würmzungen. Unwilliger Rüstmeister. Ja, da kommen wir. Das gucken wir uns gleich an. Aber hier sind die Illidari, Dämonenjäger. Schöner Zeltplatz, ne? Finde ich eigentlich ganz lustig. Also einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ah, ihr seid also der gerühmte Hexenmeister, von dem ihr euch gehört habe. Gut, mal sehen, ob euer Ruf gerecht werdet. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Fürst Illidan. Schutz der heimischen Front. Die Legion ist nicht nur in dieser Stadt gedrungen. Das von ihr ausgehende Böse verbreitet sich über ganz Azeroth und bedroht die äußersten Randbereiche unserer Welt. Wir müssen sie finden, aufhalten, wo auch immer ihre Dunkelheit Fuß fasst. Wir haben Speer ausgesandt, die sich auf der ganzen Welt nach Legionsaktivitäten umsehen. Sobald Invasionen starten, werden wir die Standorte auf eurer Karte markieren. Lasst sie leiden, Red Canyon. Denkt immer daran. Ja, jetzt es kommen gibt wir. Kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Jetzt kommen wir zur Dämoneninvasion. Fürst Illidan kennt den Weg. Das ist nichts von Wert für uns. Stehe ich gar nicht, warum das Splitter kostet. Das ist eigentlich
Eure Angriffe haben eine Chance, zusätzliche Teufelseffekte auszulösen. Funktioniert nicht bei Spielercharakteren über 109. Ja, soweit. Falls wir uns nicht wiedersehen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ja, denkt, das will ich auch hoffen. Es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. So. Und zwar gibt es Legionsaktivitäten auf der Karte. Ich weiß bloß nicht, wo die sind. Ach, hier. In einer Stunde ist eine Invasion im Hügelland. Das Problem, ja, was heißt Problem, aber das Schwierige wird sein, dass das halt zwei umkämpfte Gebiete sind. Und Morgt ist sogar ein Allianzgebiet, also wir könnten da theoretisch auch von der Allianz getötet werden. Aber wir werden da auf jeden Fall mal hingehen, eine Stunde ist ja noch. Und gucken wir einfach mal, was da so abgeht. Und ihr bekommt, wenn ihr denn die Invasion sozusagen überstanden habt, könnt ihr noch mehrere Invasionen überstehen und dann kriegt ihr als Gewinn solche Splitter. Und diese könnt ihr dann umtauschen gegen Gegenstände oder Spielzeuge. Worauf ich aber ganz scharf bin, ist natürlich der Gefährte. Und irgendwo gab es, glaube ich, noch ein Reittier. Das denn? Der Dämonenjäger, der hat sich mit der Horde verscherzt. ich glaube, irgendwo gab es auch noch ein Reittier. Aber das sehe ich jetzt hier gerade nicht. So, da ist auch egal. Ihr könnt außerdem hier eine Kriegskläve euch holen, die sogar Battle.net-Account gewonnen. Also ihr könnt sogar, wenn ihr nicht vorbestellt habt, schon jetzt die Kriegskläve euch leisten, um dann am 30.08., wenn der Dämonenjäger offiziell, also das Addon dann offiziell rauskommt, dann könnt ihr auch den Dämonenjäger damit gleich bestücken. Das haben die halt eingeführt, weil man nur als Vorbesteller den Dämonenjäger spielen kann. Und es wäre halt blöd für diejenigen, die nicht vorbestellen per Online, dass die dann darauf verzichten müssen. Weil normal ist alles seelengebunden, soweit ich weiß. So, aber... Ja, weiß ich nicht. Wir gucken... Ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich noch nichts los sein. Im Hügelland. Aber wir können ja da schon mal hinfliegen. Es ist ein bisschen schade, dass genau jetzt sozusagen die Invasion noch nicht stattfindet. Das hätte ja eigentlich gut gepasst. Aber in der ersten Woche sind das, glaube ich, nur zwei Invasionen alle 3 Stunden. Und soweit ich Blizzard gehört habe, soll das immer pro Woche mehr werden. Also die Anzahl der Invasionen soll mehr werden und die Tickrate, oder wie man das sagen möchte, also die Intervalle. Also jetzt dauert das 3 Stunden, dann in der nächsten Woche dauert das vielleicht 2 oder 1 Stunde und danach die Woche vielleicht eine halbe Stunde oder sowas.